Ich bin 19 Jahre alt und ich sitze hier gerade in meinem Zimmer in Cuenca im Süden von Ecuador. Hier arbeite ich seit 2 Monaten jetzt in einer Fundación, die El Arenal heißt. Und diese bietet Hausaufgabenbetreuung für Kinder zwischen 5 bis 15 Jahre an, sowie eben auch eine Außenschulstätte. Man kann es sich so ein bisschen wie so ein Board in Deutschland vorstellen. Meine Aufgaben sind dort hauptsächlich eben bei der Hausaufgabenbetreuung zu unterstützen. Es gibt insgesamt 4 Gruppen und in jeder Gruppe ist auch immer ein Lehrer noch dabei, der mir zum Beispiel jetzt bei sprachlichen Schwierigkeiten auch gut helfen kann. Ich wohne hier in einer Gastfamilie und habe auch keinen weiten Weg zur Arbeit, aber auch nicht ins Zentrum von Cuenca. Gastfamilie kann ich sehr empfehlen, weil sie dich einfach mehr in das Umfeld des Lebens in Ecuador mit reinbringt und ich dadurch jetzt auch schon um einiges besser die Sprache, also Spanisch, sprechen kann. Wenn du auch Interesse hast, mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch Spaß dran hast, vielleicht auch deine Mathefähigkeiten bis zur 8. Klasse und Englisch wieder aufzufrischen, dann kann ich die Fundación auf jeden Fall empfehlen, auch schon alleine, weil dort das Umfeld sehr familiär ist und man dort auch coole andere Freiwillige kennenlernen kann.